wer geglaubt hat, es würde im Rennen um den CDU-Vorsitz um viel anderes gehen als die Flüchtlingspolitik, der hat sich offenbar getäuscht. Migrationspakt, Asylgrundrecht und der Kampf gegen die AfD, das sind die Themen, die im Moment das Rennen fast allein beherrschen. So sehr, dass sich die Kandidaten mittlerweile offen streiten und versuchen, gegenseitig zu diskreditieren. Dazu der Kommentar von Bild-Politik-Chef Nicolas Blome. So viel ist klar. Diese Woche wird es ruppiger im Rennen um den CDU-Vorsitz. Die Kandidaten schärfen ihr Profil und fangen an, sich zu attackieren. Wahlsiege, AfD klein halten. Der eine traut sich zu, die andere hat es bewiesen. Das ist der Unterschied, sagt Annegret Kramp-Karrenbauer mit einem kleinen Grinsen. Sie kann nämlich auch beißen. Ebenso der umsehnte Ex-Fraktionschef Friedrich Merz. Über Jahre habe die CDU den Aufstieg der AfD nur mit einem Achselzucken quittiert. Sage noch eine, Merz weiß nicht, wo es wehtut. AKK versucht sich als krisenerprobte Parteisoldatin zu profilieren, die aber auch von der verbliebenen Beliebtheit Angela Merkels in der CDU profitieren will. Friedrich Merz arbeitet an seinem Image als führungsfähiger Reformer, der Aufbruch verspricht und ein klares Ende der Ära Merkel. Es ist ein Zweikampf derzeit. Diese Woche wird die Entscheidung bringen, Angriff muss sein. Nur Fehler zu vermeiden, nämlich, wird nicht reichen. Darüber sprechen wir jetzt mit der Flüchtlingsbeauftragten der Bundesregierung, Annette Wiedmann-Mautz. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ist es wirklich so? Hat die CDU die AfD und die Zugewinne nur mit einem Achselzucken zur Kenntnis genommen? Also ich kann nicht erkennen, dass wir in den letzten Jahren eine solche Haltung als CDU an den Tag gelegt hätten. Im Gegenteil, die Mitglieder, auch die Abgeordneten, die Funktionsträger sind in den Wahlkämpfen von Tür zu Tür gegangen. Sie haben mit den Bürgerinnen und Bürgern um den rechten Weg gekämpft. Sie haben versucht zu überzeugen und deshalb, sie haben Haltung bewiesen. Und deshalb kann ich diese Aussage nicht nachvollziehen, die Friedrich Merz gemacht hat. Finden Sie das eine Unverschämtheit von Friedrich Merz? Ich finde es richtig, dass unsere Generalsekretärin sich klar vor die CDU, ihre Mitglieder, ihre Funktionsträger gestellt hat. Denn für uns ist das kein Betriebsunfall, sondern eine echte Herausforderung. Wir müssen die Probleme lösen und daran arbeiten wir. Aber haben Sie es persönlich mit dem Achselzucken zur Kenntnis genommen? Viele haben ja gesagt, naja, das wird schon wieder vorbeigehen. Also wer in den Wahlkämpfen unterwegs war, wer mit den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen hat, wer die Bundestagswahl bestritten hat, auch Wahlkreise gewonnen hat, wie ich das in meinem Wahlkreis in Tübingen getan hat, der hat nicht mit einem Achselzucken agiert. Wir waren draußen, wir haben gekämpft. Und ich finde, es wird den Mitgliedern nicht gerecht, diese Beschreibung. Und deshalb war es richtig, dass die Generalsekretärin sich schützend vor die CDU-Mitglieder gestellt hat. Selber. Es darf sie doch auch selber ärgern. Ich glaube, Frau Wiedmann, es ist ja nicht so... Ich glaube, es war nicht wirklich so gemeint von Friedrich Merz. Er sagte, ihr habt gar nichts getan, ihr habt nur daneben gesessen und zugeschaut. Aber der strategische Ansatz war ja schon der, dass man sagte, wir verschieben lieber in die Mitte und holen uns da unsere Stimmen bzw. auch Mehrheiten und lassen am rechten Rand ein Stück frei. Und dort ist die AfD groß geworden. Es war eine strategische Entscheidung, da Platz zu lassen und eben nicht zu versuchen, diesen Platz wieder zu schließen. Das meint er doch in Wahrheit. Ich glaube, dass ich will nicht unterstellen, was er gemeint hat oder nicht, aber es kränkt die Mitglieder, die gekämpft haben. Und dass die Strategie, die jetzt in der letzten Woche vermeintlich dann die Erfolge bringen soll, indem wir all diese Vergangenheitsbewältigung nochmal über uns ergehen lassen, zeigt ja, dass das nichts wirkt. Das denn ja nicht, die AfD legt wieder zu in der letzten Woche. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Kurs der CDU nicht aus dem Blick verlieren. Wir verlieren in der Mitte an die Grünen in erheblichem Maße. Wir haben an die AfD verloren. Und jetzt geht es darum, die Probleme anzupacken, in die Zukunft zu schauen. Es gibt andere Probleme, die Menschen mehr beschäftigen. Ich glaube, es ist gar keine rückwärtsgewandte Debatte, wenn man sich überlegt, wie man in Zukunft mit der AfD umgehen will und was man quasi aus möglichen Fehlern oder einfach Entscheidungen aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen will. Aber noch einmal, ich glaube, Angela Merkel, von ihr stammt der Satz, Franz Josef Strauß Diktum würde nicht mehr gelten. Rechts von der CDU darf nichts mehr Demokratisches sein. Davon hat sie sich ja verabschiedet. Ich halte es gern mit Franz Josef Strauß, der immer gesagt hat, man soll zwar darauf hören, was an den Stammtischen gesagt wird, man soll ihnen aber nicht nach dem Mund reden. Und genau das ist es, was wir vermeiden müssen. Wir müssen die Probleme angehen. Und da haben wir jetzt die Chance, wirklich neue Impulse in der Integrationspolitik zu setzen, klarzumachen, dass die CDU steht für klare Kante und auch klare Ansprache für diejenigen, die sich in unserem Land
Land nicht rechtmäßig benehmen, aber auch Chancen zu geben für diejenigen, die sich integrieren wollen. Das erwarten die Menschen von uns. Gehört denn der Hinweis von Friedrich Merz, dass das Asylrecht noch mal durchdacht werden muss, so wie es im Moment existiert, als Grundrecht individuell zugeschnitten auf den Einzelnen, der darum fragt? Das hat er ja in Frage gestellt bzw. zum Nachdenken darüber angeregt. Das halten Sie für falsch? Ich halte es für richtig, dass wir bei den Grundsätzen, die diese Republik ausgemacht haben, auch aus der Erfahrung unserer Geschichte bleiben. Das Grundrecht auf Asyl ist verändert worden vor 25 Jahren, und zwar einschneidend. Andere Länder in Europa haben auch ein solches Individualgrundrecht. Und deshalb kommt es doch jetzt darauf an, dass wir innerhalb Europas unsere Asylsysteme angleichen. Daran arbeiten wir. Und dass wir zu Verabredungen und zu Vereinbarungen kommen, dass die Menschen, die hier abgelehnt sind und dieses Land verlassen müssen, dass diese von ihren Heimatländern auch wieder aufgenommen werden. Das sind doch die eigentlichen Fragen, um die es geht. Und nicht irgendwelche theoretischen Debatten, die im Übrigen ja auch von der Fachwelt und von Staatsrechtlern in den letzten Tagen relativiert wurden. Wenn das Asylrecht so zugeschnitten ist, dass am Ende 1% derer, die kommen, richtig bedient werden können mit dem Asylrecht, und die 99 anderen Prozent entweder unter Flüchtlingsschutz fallen oder andere Schutzformen fallen, die aber mit dem Artikel Grundgesetz Asyl gar nichts zu tun haben, dann ist der doch nicht mehr, sagen wir so, zumindest nicht mehr für die Realität komplett geeignet, oder? Also für jeden dieser 2000 Menschen, für die dieses Grundrecht relevant ist, ist es richtig und es ist gut, absolut, dass wir es haben. Und deshalb müssen wir an unserem Grundgesetz nichts ändern, sondern die Regeln, die wir in Europa gemeinsam festgelegt haben, dieses gemeinsame System, das müssen wir reformieren, daran arbeiten wir. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Niemand kommt weniger, wenn die Fluchtursachen weiter bestehen. Da sind sich alle einig, dass bei den Fluchtursachen... Ja, deshalb muss es aber um diese Fragen gehen. Aktion. Friedrich Merz hat das ja schon wieder teilweise eingefangen, seinen Vorstoß. Meinen Sie, das kostet Ihnen den Sieg im Rennen um den CDU-Vorsitz, diese unbedachte Äußerung? Auf jeden Fall hat es gezeigt, dass davon nur die AfD profitiert, aber nicht die CDU. Und wenn es unser gemeinsames Ziel ist, die CDU wieder zu neuer Stärke zu bringen, dann ist es doch richtig, dass wir uns auf die Probleme der Zukunft unseres Landes konzentrieren. Aber die Probleme sind ja, Migration ist ja eins, was uns lange beschäftigt. Ja, richtig, aber dann müssen wir doch, dann erwarte ich mir doch Konzeptionen, wie schaffen wir es, die Fluchtursachen zu bekämpfen, wie schaffen wir es, zu einem gemeinsamen Asylsystem zu kommen, wie können wir die richtigen Impulse für Integration in unserem Land setzen, damit die Menschen hier in Bildung, in Arbeit, in Beschäftigung ankommen, die auf längere Zeit oder für immer bei uns bleiben. Das sind doch die konkreten Fragen, die zum Beispiel in der Schule die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer beschäftigen. Dazu höre ich viel zu wenig. Und darauf kommt es aber an für die Menschen in unserem Land. Also finden Sie, er hat sich entlarvt, dass er so lange raus ist, dass er eigentlich gar nicht den Kontakt zur aktuellen Wirklichkeit hat und den aktuellen Problemen? Das will ich gar nicht behaupten, aber mir kommt es darauf an, dass wir nicht die Agenda der AfD betreiben, sondern dass wir jetzt um die Fragen ringen, die die Zukunft unseres Landes betreffen und nicht uns in akademischen Diskussionen ergehen. Die helfen, wie gesagt, nur dem rechten Rand, den Populisten, machen aber nicht die Menschen stark, die für Integration und für einen guten Zusammenhalt in unserem Land stehen. Ein Punkt, den Sie sicherlich diskutieren werden, weil es auch die Zukunft betrifft, obwohl es auch um Migration geht, ist der Migrationspakt. Wie sehen Sie die Debatte auf dem Parteitag? Wird darüber abgestimmt werden? Wir haben Anträge zu diesem Migrationspakt, deshalb wird diskutiert und es wird auch eine Abstimmung zu dem Thema geben. Wir müssen über die Fragen diskutieren, das ist richtig. Aber das Diskutieren allein ersetzt ja Haltung und Position in dieser Frage. Was ist Ihre Position zu dem Migrationspakt? Ich halte ihn für ein wichtiges Dokument, weil er zum ersten Mal international es ermöglicht, dass viele Staaten, auch betroffene Länder, die Herkunftsländer sind, aus denen Migration erfolgt, verpflichtet, nämlich für gute Bedingungen in ihren Ländern selbst zu sorgen. Die Länder verpflichten sich, Passersatzpapiere zu beschaffen. Sie verpflichten sich, gegen Schleuser und Schlepper einzutreten. Und sie verpflichten sich für ordentliche Arbeitsbedingungen zu sorgen. Hat mehrfach gesagt, also es steht so drin, aber die Bundeskanzlerin hat mehrfach gesagt, dieser Pakt ist gar nicht verpflichtend und bindend. Zumindest nicht Deutschland bindend und verpflichtend. Er ist rechtlich nicht bindend. Aber wenn Sie und ich, wir uns beide Auge in Auge vereinbaren, dass wir etwas für richtig halten und uns an Regeln halten wollen, dann ist es doch eine Frage von Glaubwürdigkeit und von Charakter, wenn wir das dann in unserem Verantwortungsbereich auch tun. Aber nichts ist anderes ist diese. Ja, aber woran binden wir uns, dass wir Menschen ordentliche Arbeitsbedingungen in unserem Land verschaffen? Die haben wir.
wir binden uns daran, dass Menschen, die zu uns kommen, dass sie angemessen gesundheitlich versorgt werden. Das tun wir bereits. Deshalb für uns sind diese Verpflichtungen, diese Selbstverpflichtungen eine Selbstverständlichkeit. Für andere Länder ist es etwas Neues. Und diese internationale, ja, dieses gemeinsame Verständnis dafür zu entwickeln, dass wir für Bedingungen in Ländern sorgen, dass Menschen sich nicht auf die Wanderschaft begeben müssen, dass sie in ihren Heimatländern ordentliche Bedingungen vorfinden. Das ist wichtig, das ist neu und es ist ein erster wichtiger Schritt dafür, dass wir Völkerwanderungen, Migrationsdruck verringern und damit ist das in unserem nationalen und in unserem europäischen Interesse. Glauben Sie, Sie kriegen eine klare Mehrheit auf dem Parteitag für den Pakt? Das glaube ich, davon bin ich überzeugt, weil die Argumente sind ganz klar auf der Seite dieses Paktes. Wir haben in der Bundestagsfraktion dazu eine ausführliche Debatte gehabt und es wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass wir argumentieren, dass wir uns auch selbst nochmal unsere Argumente versichern. Aber der Pakt für sich ist überzeugend. Und die Idee von Friedrich Merz, ich glaube auch von Jens Spahn, dem dritten Kandidaten, noch eine Protokollnotiz nachzuschieben, das überlegen auch manche anderen europäischen Länder, quasi dem Pakt noch etwas beizugeben, das klar formuliert, was bindend ist und was nicht bindend ist? Wir waren in dieser Woche in der Bundestagsfraktion gemeinsam mit dem Koalitionspartner über eine Entschließung diskutieren. Wenn der Deutsche Bundestag diese Entschließung verabschiedet, dann ist es eine solche Erklärung, die noch mal deutlich macht, was wir unter diesem Pakt verstehen und warum wir ihn für wichtig und notwendig erachten. Werden Sie beim Parteitag aufrufen, Annegret Kramp-Karrenbauer zu wählen, mit ihrer Frauenunion, also einem nicht ganz kleinen Verband immer im Inneren der CDU? Die Frauenunion der CDU Deutschland hat sich für die Kandidatur von Annegret Kramp-Karrenbauer ausgesprochen. Wir haben sie einstimmig nominiert und ich stehe hinter dieser Kandidatin. Ich halte sie für eine starke, überzeugte Frau, die diese Partei nicht nur einen kann, die zusammenführen kann und die richtigen Impulse für die CDU setzt. Aber kennen Sie irgendeine Frau, die für Jens Spahn oder Friedrich Merz stimmen wird? Da, es Sie, gibt natürlich, dass Sie da geschlossen abstimmen? Ach, die CDU ist eine Partei, in der große Vielfalt und auch Freiheit herrscht. Natürlich wird es auch Frauen geben, die einen der anderen Bewerber unterstützen. Aber es wird auch viele, viele Männer geben, die davon überzeugt sind, dass eine starke Frau für die CDU gut ist und starke Frauen der CDU gut tun. Herzlichen Dank, Frau Hüttmann-Mautz, dass Sie heute früh bei uns waren. Danke sehr. Gerne. Und jetzt begrüßen wir Alexander Graf Lambsdorff live im Studio, den außenpolitischen Sprecher der FDP. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo. Ja, wir wollen eigentlich über den Brexit sprechen nach dem Sondergipfel gestern, aber trotzdem noch einmal kurz zum Rennen um den CDU-Vorsitz, weil uns das gerade beschäftigt. Wer das Grundrecht auf Asyl in Frage stellt, sollte der CDU-Chef werden oder sollte das eigentlich ein Ausschlusskriterium sein? Naja, wer an die Werte des Grundgesetzes geht, muss sich fragen, ob er überhaupt geeignet ist, eine demokratische Partei in der Bundesrepublik Deutschland zu führen. Der Artikel 16 des Grundgesetzes hält dieses Recht auf Asyl fest. Man kann darüber reden, das hat man in der Vergangenheit auch schon getan. Er ist auch schon einmal massiv reformiert worden. Das sage ich ja gerade. Ne? Also er ist in der Vergangenheit auch keine. Also man kann darüber reden, wie man ihn ausgestaltet, wie man das individuelle Recht ausgestaltet. Aber dass das individuelle Recht Teil unserer Verfassung ist, das sollte unbestritten sein. Kostet das Friedrich Merz die Wahl? Er hat das ja teilweise wieder einfangen müssen, diesen Vorstoß? Das weiß ich nicht. Das wird man in der CDU zu entscheiden haben. Als FDP schauen wir in großer Ruhe und Gelassenheit auf das, was da gerade bei der CDU los ist. Denn bei uns gibt es solche Unruhe nicht. Wir sind geschlossen, wir sind gut aufgestellt und wir machen unsere Arbeit. Die CDU beschäftigt sich mit sich selbst anstatt mit dem Land. Aber das ist in dieser Phase wahrscheinlich einfach auch so. Sie waren ja auch lange im Europaparlament. Ein Argument, das Friedrich Merz brachte, um zu erklären, weshalb er zumindest mal nachdenken wollte über den Artikel 16a Grundrecht Asyl, war, dass man mit diesem deutschen Grundrechtsartikel keine europäische gemeinsame Asylpolitik und Regelung hinbekommen kann, keine einheitliche. Stimmt das? Das wäre dann so, wenn er völlig absolut wäre, also wenn es überhaupt keine Einschränkungen gäbe, wenn es keine Möglichkeit gäbe, aufenthaltsrechtlich bestimmte Entscheidungen zu treffen, die zum Beispiel auch Rückführungen, ne, Abschiebungen wieder erlauben würden, dann wäre das so. Aber das Recht auf individuelles Asyl für politisch Verfolgte ist etwas, das, glaube ich, auch in anderen europäischen Ländern durchaus so gesehen wird. Aber nicht als Individualrecht. Das ist ja der Unterschied, dass man als Einzelner quasi ein Recht auf ein Verfahren hat, solange man darum gebeten hat. Und in Frankreich oder anderen großen europäischen Ländern ist nur so ein Gruppenrecht gibt. Das ist schon ein Unterschied. Also müsste man das deutsche Individualrecht schleifen, um ein
Europäisches hinzubekommen? Das wäre allerdings nicht die Auffassung der FDP. Also wir würden das nicht mitmachen, das Schleifen des Asylrechts. Denn da, wir dürfen eins hier nicht vergessen. Das Asylrecht in der deutschen Verfassung, in unserem Grundgesetz, das ist vor dem Hintergrund der deutschen und europäischen Geschichte entstanden, als Menschen politisch verfolgt wurden, Hilfe suchten, Schutz suchten und den nirgends bekamen. Und deswegen, das Asylrecht ist in meinen Augen deswegen so wichtig und auch nicht so problematisch, weil es sich auf einzelne Personen bezieht. Das große Problem ist, dass wir kein Einwanderungsgesetz haben, das die Gesamtmigrationsfrage steuert. Und deswegen, und das ist das Entscheidende, wird das Asylrecht, das dem Grunde nach okay ist, missbraucht für die Einwanderung. Und die CDU-CSU hat sich ja über Jahre inzwischen verweigert, ein Einwanderungsgesetz zu machen. Die sind jetzt endlich aufgewacht im Jahre 2018. Jetzt wird endlich mal was auf den Tisch gelegt. Aber das hätten wir schon vor 20 oder 25 Jahren haben können. Müssen eigentlich. Sollen wir zum Sondergipfel kommen? Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich ja gestern mit Britannien über einen Austrittsvertrag geeinigt. Es müssen aber die Briten zustimmen. Ja. Wie optimistisch sind Sie da? May gab sich ja optimistisch, aber vielleicht eher zweckoptimistisch. Muss sie auch, glaube ich, die Arme. Also man muss, zwei, drei Sachen. Erstens, das ist ein trauriger Tag. Es ist kein schöner Tag, wenn Großbritannien die Europäische Union verlässt. Ist das erstmal schade. Sind wir uns einig, glaube ich. Zweitens, der Barnier, der Chefunterhändler der Europäischen Union, hat was geschafft, wo viele vorher gezweifelt haben, nämlich die ganzen anderen Mitgliedstaaten zusammenzuhalten. Also die EU, die angeblich immer so zerstritten ist, war da total geschlossen. Und drittens, wir sehen am Brexit, was passiert, wenn eine konservative Partei, in dem Fall die britische konservative Partei, hinter Populisten herrennt und versucht, sie zu kopieren. Nichts anderes ist das, was David Cameron damals gemacht hat. Die Extremisten wollten unbedingt diese Volksabstimmung haben. Und Cameron hat gesagt, gut, dann machen wir die Volksabstimmung. Und dann hat er so getan, als ob er am liebsten Großbritannien drin halten wollte. Das Ergebnis ist eine Situation, bei der jetzt eventuell, wenn die nicht zustimmen, im Unterhaus tatsächlich ein Riesenchaos bei rauskommen können. Sagen Sie mal ein praktisches Ding, was dann die deutsche Wirtschaft beträfe in puncto Riesenchaos. Weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass der Handel mit Großbritannien einfach zum Erliegen kommt. Ganz einfaches Beispiel. Es gibt eine populäre Automarke in Deutschland, die heißt Mini. Das war mal eine britische Firma. Die Firma gehört inzwischen zu BMW. Die werden in der Nähe von Oxford gebaut. Jeder Mini wird 10% teurer, wenn es keinen Deal gibt, weil der Außenzoll auf Autos für Import in die Europäische Union 10% sind. Das heißt, wir haben hier ein deutsches Unternehmen, BMW, das unmittelbar betroffen ist vom Brexit und dessen Produkte auf dem ganzen Kontinent, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Spanien, Italien, Polen und so weiter, 10% teurer und damit 10% weniger wettbewerbsfähig werden. Das wäre also der Fall, wenn die Briten jetzt nicht zustimmen, weil eine Nachverhandlung soll es ja nicht geben. Richtig, ganz genau. Wenn die nicht zustimmen, ist das so. Wenn die Briten jetzt zustimmen, dann haben wir bis Ende 2020 Ruhe, dann bleibt erstmal alles so, wie es ist. Und wir haben in der Zeit die Möglichkeit, ein Freihandelsabkommen auszuhandeln, wie mit Kanada beispielsweise, CETA oder mit Japan. Das sind die Gespräche, die wir üblicherweise führen. Und da kann man dann vereinbaren, keine Zölle auf Autos. Dann wäre zum Beispiel Mini aus dem Schneider. Wie sehen Sie denn die Chancen? Ich weiß, dass Prognosen immer schwierig sind, weil sie die Zukunft betreffen. Ja, wir bräuchten im Grunde so eine Kristallkugel hier. Das Problem ist folgendes. Es kann ja nicht so schwierig sein mit einem Land, mit dem man lange in einer Zollunion bzw. in einem gemeinsamen Binnenmarkt war, ein Freihandelsabkommen zu schaffen. Nein, wenn wir die Übergangsphase sehen. Das ist ja nicht die Insel hinter dem Winde. Ja, nee, manchmal beginnt mich zu nerven, gebe ich zu, so wenig verstanden habe, dass die Briten sich da rausgestimmt haben. Mhm. Der Spaß, den viele Brüsseler daran haben, dass es den Briten jetzt wahrscheinlich ziemlich schlecht gehen wird. Das verstehe ich einfach nicht. Nee, den Spaß hat ja niemand. Niemand hat den Spaß. Die Brüsseler haben vorgeschlagen, was es an Lösungen geben kann. Und die Briten wollten nicht im Binnenmarkt bleiben, also im Kern der EU. Okay, das war die Abstimmung. Sie wollten aber auch nicht in der Zollunion bleiben. Dann hätten wir auch kein Problem mit Mini. Sondern sie wollten raus aus Binnenmarkt und Zollunion und sie wollten keine harte Grenze auf der irischen Insel. Das waren die drei berühmten roten Linien. Das Problem war, die haben nicht zusammengepasst. Und was Barnier jetzt gemacht hat, ist, er hat eine Lösung gefunden für die Briten mit einer Übergangszeit, wo sie eben noch mal 2 Jahre drin bleiben. In der Zollunion. Und dann behält man, aber dann hat man die Chance, ein Abkommen für die Zeit danach auszuhandeln. Und dieses Abkommen, das wird man sicher gut aushandeln können. Da käme ja niemand auf die Idee, dann irgendwie Zölle einzuführen, wo wir bisher keine hätten. Das steht auch ausdrücklich in dem zweiten Dokument drin. Wir haben ja 2 Dokumente, den Scheidungsvertrag und den Plan für die Zukunft. Und der Plan für die Zukunft steht schon drin, wir wollen keine Zölle. Nur dazu muss die Scheidungsurkunde, der Deal, ja, dazu muss der im Unterhaus angenommen werden. Und die Frage eben war, wird es angenommen im Unterhaus, ja oder nein? Wenn ja, kriegen wir auch einen geordneten Übergang hin. Wenn nein,
dann haben wir diese Situation, wo die deutsche Wirtschaft, genau wie der Rest auf dem Kontinent, aber besonders die britische, schwer beschädigt wird. Dieser Vertrag ist ja fast 600 Seiten lang, 585, glaube ich. Wer liest das eigentlich? Kennen Sie Kollegen im Bundestag, die das tatsächlich gelesen haben? Würden Sie sagen, das ist die Mehrzahl? Also 585 Seiten, technische Details muss man auch nicht unbedingt lesen. Das Entscheidende ist, dass man die Kernelemente hat. Und die Kernelemente sind im Grunde dreierlei. Das eine ist, werden die Rechte der EU-Bürger gewahrt, die in Großbritannien leben, ja oder nein? Das sind ja ganz viele, das sind 3 Millionen Menschen. Das sind Studierende, das sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das sind Rentner. Was ist mit deren Renten? Können die weiter ausgezahlt werden? Verdreifachen sich die Studiengebühren für europäische Studierende in Oxford oder in Edinburgh? Das sind ja alles ganz praktische Fragen. Und da hat man versucht, eben die Rechte der Menschen da zu wahren, genauso wie die Rechte der Briten auf dem Kontinent. Und das finde ich wichtig, dass Europa von vornherein die Rechte der einzelnen Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat. Wie das jetzt exakt im Detail ist, da guckt sich jeder Fachpolitiker seins an. Also die Bildungspolitiker gucken sich den Uni-Teil an, die Sozialpolitiker gucken sich den Rententeil an, aber 585 Seiten Vertragstext, das ist ein bisschen hart. Wie verlockend, glauben Sie, ist es für meinetwegen auch die deutsche Politik oder manche in Deutschland, dass die Briten jetzt immerhin sagen können, mit dem Deal, wenn sie ihn denn annehmen, können wir die Migration aus Europa ganz anders steuern. Also es gibt keine Freizügigkeit mehr für die Menschen. Wir hätten gerne, das wollen die Briten ja auch, Freizügigkeit für Waren und Kapital, aber für die Menschen, das wollen wir jetzt einfach nicht mehr. Naja, sie bekommen aber keine Freizügigkeit für Waren und Kapital. Also richtig ist, Großbritannien macht jetzt eine national gesteuerte Migrationspolitik. Und also auch mit Blick auf Menschen aus der ehemaligen, also aus der EU. Natürlich, klar. Großbritannien ist dann wie die Türkei oder die Ukraine ein Land außerhalb der Europäischen Union in unserer Nachbarschaft. Will sich dem Binnenmarkt nicht unterwerfen, anders als beispielsweise die Schweiz oder Norwegen. Die machen das, da ist auch deswegen volle Personenfreizügigkeit. Aber was die Briten jetzt machen, ist eine Steuerung der Migration ganz so, wie sie das national wollen. Aber zu glauben, dass sie dann sozusagen alle Privilegien der Mitgliedschaft in der EU behielten, also völlig freien Marktzugang für zum Beispiel die Banken und Versicherungen aus der Londoner City, das wäre falsch, das wird nicht kommen. Das wird schon spürbar sein. Das macht einen Unterschied, ob man in der EU ist oder außerhalb der EU. Da, wo man Vorteile hat vom Austritt, wird man auf der anderen Seite sicher auch Nachteile haben. Das ist ganz klar. Sollten eigentlich die nationalen Parlamente zustimmen müssen? Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages prüft das ja gerade. Nein, das ist ein Abkommen, was ausschließlich die Europäische Union betrifft. Deswegen ist es richtig, dass das Europäische Parlament darüber abstimmt. Und der Europäische Rat, da wo die Regierungen sitzen. Und wir als Deutscher Bundestag kontrollieren die Bundesregierung und erwarten von der Bundesregierung ein bestimmtes Abstimmungsverhalten im Rat. Was ganz anderes ist das Zukunftsabkommen. Da ist es so, das wird ganz sicher auch Politikfelder berühren, die in nationaler Kompetenz liegen. Und da müssen die nationalen Parlamente dann zustimmen. Kommen wir noch auf ein Thema, was sich gestern Abend erst angespinnt hat. Eine Art militärische, quasi militärische Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine. Im Schwarzen Meer, nahe der Krim. Offensichtlich sind 3 ukrainische Schiffe hopp genommen worden, sage ich sehr laps, aber offensichtlich ist ja auch Gewalt geübt worden und es sind Menschen zu Schaden gekommen. Ja. Haben Sie eine Vorstellung, wie weit sich das verschärfen könnte? Ja, das ist die große Frage der Straße von Kertsch. Die regelt den Zugang im Grunde zu diesem Binnenmeer da, was zwischen der Ukraine und das Asowsche Meer, ganz genau. Und dahinter liegen ja verschiedene ukrainische Häfen, also auch ukrainische Häfen. Es ist nicht nur die Krim, die da betroffen ist. Und deswegen ist es nicht in Ordnung, ganz klar, wenn Russland hier einfach erklärt, wir machen eine Blockade dieser Straße. Russland und die Ukraine sind im Kriegszustand. Und das, was wir da sehen, ist wirklich dramatisch. Wir haben hier den Beschuss von Marineschiffen aufeinander. 3 oder 6 ukrainische Matrosen seien verletzt, heißt es. Schwer zu sagen, ob das stimmt. 3 Schiffe haben die Russen eingefangen. Auch schwer zu sagen, ob das stimmt. Aber das ist bisher jedenfalls das, was man hört. Ich glaube, was wir dringend vermeiden müssen, ist, dass über diese Eskalation auf See es zu einer weiteren Eskalation an Land kommt. Denn da wäre es dann wirklich ganz dramatisch. Was würde es bedeuten, wenn, wie geplant offenkundig, das ukrainische Parlament heute das Kriegsrecht ausruft? Das würde vor allem innerukrainisch bedeuten, dass bestimmte bürgerliche Freiheiten ausgesetzt sind, dass die Pressefreiheit eingeschränkt wird, dass bei der Justiz sich Sachen ändern würden und dass der Präsident sozusagen durchregieren kann. Er kann Dekrete machen und muss nicht jedes Mal aufs Parlament warten. Das ist allerdings in der angespannten politischen Situation in der Ukraine, die ja demnächst Wahlen hat,
auch keine besonders gute Entwicklung. Also rein innenpolitisch betrachtet ist die Situation jetzt auch in der Ukraine nicht mehr so, wie wir uns das wünschen würden. Bedeutet aber damit nicht zwangsläufig eine Eskalation, wenn ich Sie da richtig verstehe. Nein, die Verhängung des Kriegsrechts in so einer Situation, da kann man drüber reden, das muss dann beschlossen werden. Aber das ist jetzt nicht eine Eskalation gegenüber Russland. Die wirkliche Befürchtung, die man haben muss, ist, wird Russland diese Blockade beibehalten, ja oder nein? Da muss der Appell ganz klar sein, Schluss mit der Blockade, das muss aufhören. Der Zugang zu den Städten im Asowschen Meer muss gewährleistet werden. Ist auch völkerrechtlich nicht in Ordnung, wenn man hingeht und das sozusagen auf Dauer macht. Das kann man als Zwischenmaßnahme gedacht werden, aber nicht als Dauermaßnahme. Und das andere ist, wir haben bis heute Krieg in der Ostukraine. Das wird immer so als Destabilisierung bezeichnet. Destabilisierung ist aber ein ganz steriler Begriff. Jeden Abend wird dort an der Front geschossen. Und wenn es da wieder zu einer größeren Eskalation kommt und wenn Russland der Meinung ist, es müsse sich an die Asowsche See heranarbeiten, Mariupol ist diese Stadt, um die es ja schon mal eine Auseinandersetzung gab, dann hätten wir einen erneut größeren Krieg in der Ostukraine mit erneut vermutlich viel mehr Opfern. Und das muss die internationale Gemeinschaft verhindern. Braucht es dann Sanktionen, weitere Sanktionen der EU? Das werden wir abzuwarten haben. Ja, also ich glaube, dass wir im Moment nicht genau wissen, was haben die ukrainischen Schiffe getan. War das wirklich eine Provokation der russischen Seite? Ja oder nein? Das werden wir erstmal ermitteln müssen. Wenn das aber keine Provokation war, wenn das ein einseitiges russisches Vorgehen war, was wir nicht wissen, dann wäre natürlich eine Diskussion über weitere Sanktionen zwangsläufig in Brüssel. Und dann wäre das etwas, wo man auch drüber nachdenken muss. Ganz herzlichen Dank, Alexander Graf Lambsdorff, dass Sie heute früh mit uns einen Blick in die Außenpolitik, Brexit und Ukraine gemacht haben. Wir haben immer noch keine klare Prognose bekommen dazu, wie es mit den Briten weitergeht, ob die da zustimmen oder abstimmen. Also ich glaube, eine Sache wäre wichtig, wenn ich das mal sagen darf. Die Konservativen sind im Moment ein chaotischer Hühnerhaufen. Wichtig wäre, dass die Sozialdemokraten auf der Insel nicht den linksradikalen Kurs ihres Vorsitzenden mitmachen, sondern die pro-europäischen Sozialdemokraten in Großbritannien diesem Abkommen über die Hürde verhelfen. Das wäre in meinen Augen der richtige Weg, denn dann hat man genug Leute, die bei Verstand sind im Unterhaus, und davon gibt es genug, um eine Mehrheit für dieses Abkommen zu haben. No Deal heißt totales Chaos. Und das kann wirklich niemand machen. Ja, aber Boris Johnson hat ja schon gesagt, wir sind auf der Titanic und es ist Zeit zu sagen, dass wir auf den Eisberg zusteuern. Ja, aber Boris Johnson ist der erste Offizier, der den Eisberg gezielt anpeilt, wenn es nach ihm geht. Also den würde ich hier und nicht Jeremy Corbyn ist der Mann an der Spitze der Sozialisten und Sozialdemokraten in England, der einfach Neuwahlen will, weil er dann eventuell... Der spielt ein innenpolitisches Spiel auf dem Rücken des Schicksals seines Landes. Das ist nicht in Ordnung. Gut, das hat er gemein mit einigen Tories auch. In der Tat. Also, vielen Dank nochmal. Gerne. Herzlichen Dank. Ein unerfreulicher Ausblick auf die Ukraine. Kollege Paul Ronsheimer ist unterwegs dahin. Da halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Und nächste Woche ist Jens Spahn hier zu Gast. Der hätte eigentlich heute hier sein sollen, kommt aber jetzt am kommenden Montag um 8 Uhr. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Woche.